Töpfchentraining, ja oder nein? Soll man mit dem Kind Töpfchentraining machen? Wann fängt man an? Welche Reifezeichen zeigt dein Kind? Über diese Themen werden wir heute in diesem Video sprechen. Ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben, wo ihr mir mitgeteilt habt, wie eure Kinder im Prinzip von alleine trocken geworden sind, als die Zeit soweit war und ihr habt keine Methoden oder gar Töpfchentrainings gebraucht. Klar, zu lernen, auf Toilette zu gehen, ist ein sehr natürlicher Prozess. Im Prinzip wie Laufen lernen. Alle lernen das. Es gibt noch keinen Erwachsener, der Windel braucht. Von daher kann man sich beruhigen, dass irgendwann früher oder später wird das Kind das lernen. Und wir Erwachsene sind eigentlich dafür da, um diesen Prozess zu unterstützen, um gemeinsam mit unserem Kind diesen großen Meilenstein zu meistern. Okay, wie gehst du diesen Prozess an? Ich habe ein paar Tipps für dich gesammelt, auch aus Montessoris Sicht, wie man sich auf diesen ganzen Prozess vorbereitet, sodass es am schnellsten verläuft. Es ist essentiell, die Umgebung vorzubereiten, sodass das Kind sich vertraut machen kann. Und je früher, desto besser. Mit ungefähr 12 Monaten kannst du bereits ein Töpfchen besorgen und einen Platz dafür finden, wo das Kind lernen wird, auf Toilette zu gehen. Ich empfehle das Badezimmer. Es ist im Prinzip dort, wo wir auf Toilette gehen. Und das Kind hat uns auch gesehen, dass wir dort auf Toilette gehen. Ich hoffe, das Kind hat es gesehen. Also nimm dein Kind immer mit. So, schauen wir mal, wie wir unser Badezimmer vorbereitet haben. Wir haben 2 Badezimmer, einmal oben und einmal unten. Von daher haben wir alles in doppelter Ausführung. Also wir haben diese Verkleinerung sind es für die große Toilette. Wir haben das Töpfchen. Ich finde dieses Töpfchen sehr gut, weil es stützt gut im Rückenbereich und dieser Einsatz kann man rausholen und wieder reinsetzen und entsprechend sehr schnell reinigen und sauber halten. Für den ganzen Prozess des Trockenwerdens empfehle ich auch, die Handtücher parat zu haben, mit denen man dann die Pipi aufsammeln kann, falls was daneben gelaufen ist. Das Kind hat das alles auch griffbereit und kann mithelfen. Das sind einfach alte Handtücher, die ich geschnitten habe und zur Seite gelegt habe und die saugen ziemlich gut auf. Wir haben hier auch noch feuchte Tücher. Wenn das Kind noch Windeln trägt, wenn du das ganz früh aufsetzt, kannst du natürlich auch hier noch Windeln reinlegen. Für die fortgeschrittenen Kinder kann man auch bereits die frische Unterwäsche hinlegen, sodass das Kind weiß, wo seine Unterwäsche ist, wenn was mal daneben geht. Hier ist auch ein Korb, was ich einfach mit Plastiktüte ausgelegt habe, können wir hier unsere nasse Wäsche aufbewahren, bis die Wäsche dann in die Waschmaschine kommt. Ja, oder man kann es natürlich direkt in die Waschmaschine werfen, je nachdem, wie du das haben willst. Und ich empfehle auch, ein paar Bücher zu haben, natürlich zum Thema Töpfchentraining, vor allem, wenn das Kind nicht so lange auf dem Töpfchen sitzen möchte. Übrigens, wir zwingen auf gar keinen Fall das Kind auf das Töpfchen, nur wenn es freiwillig ist. Aber die Bücher helfen manchmal, ein bisschen länger auf dem Töpfchen zu sitzen und Geschichten über andere Kinder, die gerade lernen, aufs Töpfchen zu gehen. Das ist immer interessant für Kinder. Das empfehle ich auch, in der Nähe von diesem Töpfchen zu halten. Du kannst auch das Kind auf diesen Prozess vorbereiten. Und es gibt viele, viele Schritte, die man machen kann. Aus Montessori-Sicht ist es sinnvoll, das Kind im Stehen zu wickeln, wenn das Kind circa 12 Monate alt wird. Ja, wenn das Kind schon stehen kann und eventuell sogar laufen kann. Es macht Sinn, das Kind mit ins Bad zu nehmen, dort, wo wir eigentlich auf Toilette gehen, und das Kind in diesen ganzen Prozess zu involvieren. Wir sprechen das Ganze die ganze Zeit mit dem Kind durch. Ah, du hast jetzt volle Windel, lass uns dir neue Windeln anziehen, damit du trocken wirst. Kannst du mir helfen, Windeln auszuziehen? Wenn du das Kind sauber gemacht hast, biete ihm immer an, auf die Toilette zu gehen. Wir haben hier ein Töpfchen. Wenn du ein großes Geschäft in der Windel hast, besser ist es, wenn es möglich ist, auszulernen, indem du das in die Toilette kippst und zeigst dem Kind. Das machen wir in die Toilette und danach können wir spülen, danach können wir Hände waschen. Das Kind kann dir auch helfen, die benutzte Windel in den Mülleimer zu werfen. Wenn man das Kind in diesen Prozess involviert und ihm bewusst macht, was passiert mit seinem Körper, da sind unsere Ausscheidungen, du erklärst das alles deinem Kind. Ah, hast du auch Sprachmöglichkeiten? Ja, du sagst so viele neue Wörter, du kannst auch seine Körperteile nennen und bitte nicht irgendwelche Spitznamen für Körperteile, sondern benenn das wirklich so, wie das ist. Was auch wichtig ist in diesem Vorbereitungsprozess, dass das Kind lernt, die Hose selbstständig runterzuziehen und wieder anzuziehen. Und wenn du bereits das Kind im Stehen wickelst, kann das Kind involviert sein und sagen, ja, kannst du hier die Hose nach oben ziehen? Was auch super hilfreich sein könnte, was ich gehört habe, ist, wenn man Stoffwindeln verwendet. Die Stoffwindeln geben dem Kind auch dieses sensorische Signal, ja, es ist was in der Windel drin, es ist feucht, ich spüre was, ich muss was Trockenes anziehen. Die Wegwerfwindeln sind so gut, dass sie so gut alles aufsaugen, das Kind spürt so gut wie gar nichts. Und die Kinder, die Stoffwindeln tragen, gefühlt lernen ziemlich schnell oder schneller als die anderen, aber es ist kein Problem, egal welche Windel du verwendest, wird dein Kind lernen, auf Toilette zu gehen. Wenn du die Reifezeichen siehst, darüber werden wir gleich sprechen, kannst du bereits für sich einen Tag aussuchen, wo ihr probiert, ohne Windeln zu sein. Und da kannst du das Kind natürlich
auf diesen Tag vorbereiten. Du kannst ihm darüber erzählen, du kannst im Kalender zeichnen, ihr könnt Tage wegstreichen zusammen, um auf diesen Tag vorbereitet zu sein. Du bist jetzt schon so groß, mach das ein bisschen aufregend für das Kind, so dass das Kind auch vorbereitet ist, was auf ihn zukommt, aber auch mit Freude das alles aufnimmt und den ganzen Prozess mit Freude auch meistert. Die Kinder werden nicht zu dir kommen und sagen, Mama, heute will ich keine Windel mehr tragen, lass uns probieren, auf Toilette zu gehen. Das sagt dein Kind nicht, deswegen musst du schauen, welche Reifezeichen zeigt dein Kind. Also meine Tochter war super früh, mit 12 Monaten hat sie bereits identifiziert, dass sie irgendwas in die Windel macht und sie hatte Wegwerfwindeln. Also wir hatten keine Stoffwindeln, trotzdem wusste sie, da passiert was, sie hat es mitgeteilt, Reifezeichen, ja. Sie war willig, Toilette zu benutzen. Sie ist aufs Töpfchen gegangen. Reifezeichen? Ja. Als sie aufwachte, war ihr Windel oft trocken. Reifezeichen? Ja. Oder wenn du merkst, dass das Kind mehrere Stunden trocken ist. Und man sagt, ungefähr mit 18 Monaten entwickelt sich diese Muskulatur, die Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass wir was zurückhalten können. Noch ein Reifezeichen, wenn das Kind sich ein bisschen verzieht, wenn es auf Toilette geht, wenn er drücken muss. Ja, das Kind geht irgendwo zu einem stillen Örtchen und versucht, Privatsphäre zu bekommen, damit er auf Toilette gehen kann. Manche Kinder trippeln oder tänzeln, ja, so haben so ein kleiner Tänzchen, bevor sie Pipi machen. Man merkt, dass das auf jeden Fall auch wiederum dem Kind bewusst ist, was passiert. Und das ist auch ein Reifezeichen. Noch ein Reifezeichen zum Beispiel, den habe ich übersehen mit Andreas. Wenn das Kind sich wehrt, Windeln anzuziehen oder versucht, die Windeln runterzuziehen oder auszuziehen, das ist auf jeden Fall auch ein Reifezeichen. Das Kind ist bereit, mal was anderes zu sehen, Alternativen zu entdecken. Zeig ihm dieses Töpfchen, was du bereits besorgt hast und verpasst diesen Moment nicht. Manchmal denkt man, dass man noch viel Zeit hat. Vielleicht ist dein Kind bereits früher bereit, auch vor dem zweiten Geburtstag. Unterstützt das und wenn du das siehst, probier das mal aus. Wenn du merkst, die Reifezeichen sind da, was ist dein nächster Schritt? Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder überlässt du das deinem Kind und denkst, okay, irgendwie wird er schon von alleine da drauf kommen und ja, wie gesagt, alle kommen drauf, früher oder später vor der Schule sind alle ohne Windeln. Aber es gibt auch Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung brauchen oder du denkst, okay, ich kann mein Kind vielleicht auf diesem Prozess mehr oder intensiver begleiten und dann unternimmst du was. Ich habe zum Schluss diesen Weg ausgesucht, wo ich mein Kind aktiv unterstützt habe in dem ganzen Prozess und ich war schockiert, wie schnell er gelernt hat, auf Toilette zu gehen. Er war auf jeden Fall bereit. Seine Reifezeichen waren bereits mit 18 Monaten, was wir nicht aktiv angegangen sind. Wir haben den weiter gewickelt. Und im Endeffekt haben wir bis zu 2,5 Jahre gewartet, bis wir das angegangen sind, aktiv. Deswegen möchte ich hier sagen, Töpfchentraining ja oder nein, entscheidest du als Mama, als Eltern, hast du die Ressource, dein Kind zu unterstützen, weil das ist auch ein intensiverer Prozess, als einfach zu sagen, okay, mein Kind wird schon irgendwie von alleine trocken. Oder du sagst, ich gehe das proaktiv an, ich sehe die Reifezeichen, das ist auf jeden Fall bereit, wir machen die Windeln weg. Wenn es nur die Windeln kennt, ja, sein ganzes Leben lang nur die Windeln getragen hat und nur diese Methode kennt, wie auf Toilette geht, du kannst nicht davon ausgehen, dass das Kind irgendwann aufsteht und sagt, jetzt will ich keine Windeln, jetzt probiere ich mal aufs Töpfchen. Nein, da müssen wir schon die Eltern aktiv sein und sagen, okay, heute lassen wir die Windeln komplett weg. Und mach das nicht hin und her. Wenn du das entschieden hast, wir lassen die Windel weg, dann mach das. Und geh nicht mehr zurück. Wenn das Kind hin und her, mal hat er Windel an, mal hat er wieder keine Windel an, das ist sehr verwirrend für das Kind. Ich glaube, das wird den Prozess nur verlangsamen. Wenn du dein Kind aktiv unterstützen möchtest, lass die Windel komplett weg. Glaub mir, du hast nichts zum Verlieren, außer vielleicht Windeln. Ich habe bereits dieses Buch erwähnt in dem letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, wie unsere Woche aussah, wie unser Prozess aussah. Die Methode finde ich sehr effektiv. Die Methode ist eigentlich sehr simpel. Du siehst die Reifezeichen, das Kind ist bereit. Du sagst, okay, in einer Woche, in 2 Wochen, das ist unser Tag X, ja, wo wir damit anfangen. Sehr wichtig, nichts an diesem Tag vorzunehmen oder beziehungsweise ich würde sogar empfehlen, eine ganze Woche frei zu machen oder zumindest 3 Tage, sodass du genügend Zeit hast, sich damit zu beschäftigen und deinem Kind die nötige Zeit geben kannst, das zusammen mit ihm zu lernen. Man hat nichts anderes vor, als nur zu lernen, auf Toilette zu gehen. Du machst es ein bisschen aufregend für das Kind. Jetzt
kommt der Tag X. Andreas, weißt du, was wir heute machen werden? Wir werden lernen, auf Toilette zu gehen. Du wirst es lernen heute. Schmeiß einfach die Windeln mit deinem Kind zusammen weg und sagst, jetzt bist du ganz groß. Ich sehe, dass du bereit bist, einen neuen Schritt zu machen und wir machen das gemeinsam und du brauchst die Windeln nicht mehr. Am ersten Tag bist du durchgehend mit deinem Kind. Du hast das Kind unten ohne. Also das Kind ist nackt, ja, du kannst eben Socken anziehen, wenn es ein bisschen kühl ist, langes Shirt anziehen, aber unten hat dein Kind nichts an. Du versuchst an diesem Tag auch so viel Flüssigkeit wie möglich deinem Kind zu geben, damit es mehr üben kann. Sobald du merkst, dass dein Kind anfängt zu pinkeln, du nimmst dein Kind fest und bringst es aufs Töpfchen und vielleicht stoppt dein Kind zu pinkeln in diesem Moment und vielleicht pinkelt er weiter auf der Toilette, was super toll ist. Ja, das wäre ein großer Erfolg und du freust dich total mit deinem Kind. Wow, du hast es geschafft, alleine Pipi aufs Töpfchen zu machen. Und wenn das Kind Erfolg hatte und wirklich geschafft hat, aufs Töpfchen zu gehen, auch am ersten Tag, die Belohnung für das Kind ist eigentlich, eigene Pipi in die Toilette zu machen. Die Belohnung für das Kind ist eigentlich auch, die Toilette zu spülen. Das Kind ist so stolz auf sich, dass es geschafft hat. Und das ist die innere Motivation, die wir kultivieren wollen und nicht äußere Motivation, indem wir dem Kind irgendwelche Gummibärchen geben, weil er auf Toilette geschafft hat. Ich habe am Anfang zur Orientierung Timer genutzt. Zum Beispiel, wir haben gefrühstückt. Am ersten Tag lassen einfach in Ruhe frühstücken, angezogen, vielleicht noch mit Windeln. Und nach dem Frühstück kannst du ihn komplett ausziehen. Und ich habe Timer gesetzt auf 15 Minuten. Das war viel zu kurz. Timer ist eigentlich, manchmal, es ist eigentlich auch für dich am Anfang, am ersten Tag wichtig zu wissen, okay, wie oft geht mein Kind eigentlich auf Toilette? Weil du weißt es nicht, ja, wenn er Windel trägt, weißt du nicht, wie oft er eigentlich geht. Im Endeffekt war Timer für uns nicht mehr relevant. Ich habe das nicht mehr genutzt, das hat nur genervt, weil er nie auf Toilette gehen wollte, wo das Timer losgegangen ist. Vielleicht hast du ein anderes Kind und wenn du sagst, jetzt ist es Zeit, auf Toilette zu gehen, willst du alleine gehen oder willst du meine Hand halten? Wir gehen zusammen. Vielleicht hast du so ein Kind, was mit dir auf Toilette geht. Und das ist dein erster Tag. Du verbringst den ganzen Tag mit deinem Kind. Sobald du merkst, dass das Kind anfängt zu pinkeln, nimmst du ihn rasch, bringst auf Toilette und sagst einfach ganz ruhig, Pipi geht auf Toilette, Pipi geht aufs Töpfchen. Das Kind wird wahrscheinlich auch am Anfang überrascht sein, da läuft was, das wird er erstmal selber kennenlernen, was passiert, wenn ich Pipi mache, Zusammenhänge erschließen, ja, aha, ich habe jetzt Harndrang, jetzt lasse ich los und da läuft was. Und das ist auch erster Tag, ein Lerntag, wir lernen alle. Ich versuche aber nicht so lange in diesem Block 1 zu bleiben, also ich würde sagen 2 Tage, vielleicht 3 Tage, wenn du doch zu viele Unfälle hast und das Kind noch keinen Erfolg hatte. Auch wenn das Kind nicht regelmäßig aufs Töpfchen schafft, trotzdem kannst du bereits zum Block 2 übergehen. Und Block 2 ist, wenn du dem Kind schon was anziehst. Ja? Wir wollen hier üben, dass das Kind versteht, okay, er hat Klamotten an, er darf aber nicht in die Kleidung auf die Toilette gehen, wenn er das Gefühl hat, er muss auf Toilette, muss er trotzdem aufs Töpfchen gehen. Hose runterziehen. Und hier ist sehr wichtig, diesen Fehler nicht zu machen, was ich gemacht habe. Ich habe ihm gleich Unterwäsche angezogen. Klar, man kann das auch natürlich machen. Ich fand das aber sehr, sehr effektiv, wie es in diesem Buch beschrieben wurde, lose Hose anzuziehen. Was Gummizug hat, dass das Kind richtig schnell runterziehen kann und wieder hochziehen kann. Am ersten Tag von diesem Block 2 wirst du wahrscheinlich auch noch viele Unfälle haben. Wir hatten auch viele Male, wo es daneben gegangen ist. Am Ende des Tages hat es aber trotzdem geklickt, ja. Am Ende des Tages hat er 1-2 Mal doch auf Töpfchen geschafft und am zweiten Tag, wo er die Hose getragen hat, war das bereits viel, viel besser. Deswegen gib nicht auf. Was du noch in diesen ersten Tagen lernst, sind die Zeichen, die dein Kind zeigt, wenn er auf Toilette muss. Ja, manche Kinder trippeln so oder zertänzeln. Es gibt so bestimmte Signale, die sie senden, wo du denkst, okay, ich glaube, der möchte jetzt auf Toilette. Bei uns war es so, dass er sich im Schritt immer angefasst hat, ja, als er Hose anhatte. Als ich das gesehen habe, habe ich natürlich ihn dran erinnert, jetzt geht er auf Toilette. Also die ersten Tage sind super wichtig. Du lernst viel von deinem Kind, seine Zeichen, wie oft geht er. Dein Kind lernt auch viel, wo er auf Toilette macht, was passiert mit seinem Körper, wenn er auf Toilette geht, ja. Und diese Phase kann ein paar Tage dauern, kann aber ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie dein Kind das verstanden hat. Du musst aber nicht die ganze Zeit mit deinem Kind sein, ja. Die ersten Tage, die reichen und dann ist dein Kind von alleine, da wird er schon auf jeden Fall lernen. Von Tag zu Tag wird es besser und besser und besser. Und die dritte Phase ist, wenn wir einen Ausflug machen. Wir versuchen das kurz zu halten, 1 Stunde reicht.
und das Kind lernt, wenn es mal draußen auf Toilette muss, dass wir ja auch nicht einfach so in die Hose gehen, sondern wir suchen uns eine Toilette oder vielleicht, wenn du irgendwo ja, unterwegs bist und Angst hast, nimm ein Reisetöpfchen mit. Ja, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann im Auto, im Kofferraum Reisetöpfchen mitnehmen und dabei haben. Und das ist so ein Lernprozess, aber das wird einfacher und einfacher. Und irgendwann wirst du deinem Kind dann Unterwäsche anziehen. Bei uns war das so, dass das Andrea selber hatte gesagt, hat es gesehen, er wollte das anziehen. Zu diesem Moment ist er schon in die Kita gegangen und er wollte sich diese Unterwäsche anziehen. Ich habe gesagt, okay. Wir schauen mal, wie das läuft, weil er wirklich fast so gut wie unfallfrei war. Er hatte ja fast gar keine Unfälle. Und ja, das hat genauso gut funktioniert. Er hat verstanden, er hat jetzt Unterwäsche, es ist nicht die Windeln. Und das hat genauso gut geklappt. Und bei uns hatten wir reibungslosen Übergang auch vom Zuhause in die Kita. Und jetzt sag mir bitte, es war so gesehen Töpfchentraining, ja, also wir haben das unterstützt oder Töpfchen, ich würde sagen Töpfchen-Learning, ja, wo er gelernt hat, auf Toilette zu gehen. Hätte ich vielleicht gesagt, oh, der ist wahrscheinlich nicht bereit dafür, der sagt mir das nicht, der läuft einfach in der Windel herum, meldet das nicht, ich warte noch ab, wäre immer noch in der Windel gewesen. Aber eigentlich war der bereit, ja, im Sinne physisch verstanden hat er das sofort. Wir haben das einfach eine Woche damit verbracht und ich animiere dich auch zu versuchen, wenn du denkst, okay, vielleicht ist mein Kind schon bereit, probiere diese Methode, die ist wirklich effektiv. Nur, das Einzige ist nur, dass du deine Zeit diesem widmen sollst, ja. Es gibt wiederum andere Kinder, die das total selbst initiieren und das alles von alleine läuft. Das war meine Tochter. Deswegen, so viele Kinder, so viele Möglichkeiten, das ist deine Entscheidung, ob du Töpfchentraining machst oder nicht, ob du meine Methode ausprobierst oder nicht. Mich würde aber interessieren, wenn du das tust, gerne in die Kommentare schreiben, wie das verlaufen ist, ob das geklappt hat. Und generell, falls du noch irgendeine Frage hast, kannst du in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich auf eure Fragen antworte. Wir sehen uns nächste Woche in dem nächsten Video. Tschüss!